zu Ehren der Wunder der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunder der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunder des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunder des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunder der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deine so sehr geliebten Braut. Lourdes-Novene, erster Tag. Vorbereitungsgebet. O du gute himmlische Mutter von Lourdes, ich komme zu dir in meiner großen Not. Vor dir werfe ich mich nieder und rufe aus dem innersten Herzen. Maria, hilf, o Maria, hilf. Ich komme zu dir, o Immaculata, weil ich weiß, dass du mir helfen kannst. Du bist die Allmacht auf den Knien. Du bist die Mutter des Heilands. Du kannst durch deine Liebe gebieten über das göttliche Herz Jesu. Mein Anliegen. Anliegen nennen. Es wurde ich groß, aber noch viel größer ist deine Macht. O du starke Mutter, hilf mir, doch. Doch du kannst mir nicht nur helfen, du wirst mir auch helfen. Du bist die liebste, beste Mutter, die noch kein Kind verlassen hat. Aber nur wenn es Gottes Wille und zum Heile meiner Seele gereicht. Nur dann sollst du mich erhören. So nimm denn Vorlieb mit meinem Flehen und lasse es gelangen zum Throne der göttlichen Barmherzigkeit. Amen. Erster Tag, Vorbereitungsgebet. Hatten wir schon. Süße Mutter Maria, mit innigem Vertrauen gebe ich dir diesen Namen und bin überglücklich, dich so nennen zu dürfen. Als du unter dem Kreuze den Lieblingsjünger Johannes als deinen Sohn annahmst, hast du mit ihm auch mich zu deinem Kinde gemacht. Du bist mir mehr als meine irdische Mutter. Du bist meine Himmelsmutter. Deshalb komme ich in meinem Anliegen zu dir und rufe dich an um deine Mutterhilfe. Du kannst mich nicht fortlassen ohne Trost und Hilfe. Immer wieder werde ich kommen und nicht aufhören zu rufen. O Maria, hilf. Amen. Schlussgebet. Maria, du mein Meerstern. Ich schaue mit vertrauendem Blick auf zu dir. Von allen Seiten umgeben mich die stürmenden Wogen und überall ist es Nacht. Doch du zeigst mir den Weg, Maria, ich folge dir. Dein Angesicht leuchtet mir aus der Grotte von Lourdes entgegen. Dein Tugendbeispiel, dein Mahnwort, deine Mutterliebe rufen mich. Und ich will nicht von deiner Seite weichen. Du meinst es am besten mit mir. Nur dir will ich folgen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb. Uns allen deinen Segen gib.